bin jetzt hier gerade für meinen Teil von der Sommerserie in der Roten Matte Zwillisau, wo Post verteilt wird. Und ich schaue jetzt in einer Postlerin über die Schulter und sehe, was sie alles machen muss, dass Post bei uns im Briefkasten landet. Wir fangen am Morgen um 6 Uhr an. Wir sortieren vorsortieren. Also ich habe 5 Touren. Die meisten können mindestens 3 Touren. Da wirst du eingeteilt. Früher war es so, dass du wochenlang die gleiche Tour hast. Und heute ist es einfach so weit, dass wir so flexibel sind, dass wir fast alle Tage eine andere Tour machen. Als Herausforderung, du meinst wegen Hunden? Ja, die Hunde sind das Problem bei uns. Ich glaube, fast jedes von uns ist einmal gebissen worden von einem Hund, außer die, die zu frisch angefangen haben. Noch nicht. Und ja, das ist schon nicht das, was ich gar nicht gerne. Also ja, ich habe sehr Respekt vor diesen Hunden. Und ich denke aber, es liegt auch eher am Besitzer, dass er den Hund im Griff hätte. Ja. Mhm. Autotouren, das sind von 200 bis 400 Haushaltungen und TÜV-Touren, da haben wir von 500 bis 700 Haushaltungen. Ja. Ich denke, jeder, der 700 sind oder jeder etwa 10 Briefe hat, gibt das 1400, manchmal 2000 Briefe. Ich kann natürlich auch gerne, wenn es schön Wetter ist und nicht zu heiß ist. Aber es braucht einfach am Anfang, wenn es so schneit und hodelt. Es braucht einfach ein bisschen Überwindung, bis du gehst und wenn du mal draußen bist. Wir haben ja gute Kleider an und wenn du mal draußen bist, spielt es eigentlich keine Rolle. Klar bist du froh, wenn du gleich mal wieder mal kannst in Schärmen. Etwa am 8. halb 9. gehen wir auf Tour. Und spätestens so am 1. sind wir fertig mit der Tour. Und dann noch ein bisschen Büroarbeit und dann haben wir Feuer oben. Das ist eben das Schöne an diesem Beruf, oder ich habe Teilzeit arbeiten. Dann kann ich jeden Nachmittag frei. Wenn ich einen Termin abmachen muss, kann ich immer am Nachmittag, weil ich weiss, dann arbeite ich nicht.